Ich hoffe, ich habe ihn nicht verloren. Da sind kleine Fußspuren. Der See mit dem riesigen Baum. Besser, ich falle hier nicht runter. Ob es hier Fledermäuse gibt? Amelie. Wer ist da? Na ich? Erkennst du mich nicht? Ich war da, als dieser kleine Bengel dein Medaillon gestohlen hat. Der leuchtende Spalt? Ja, genau der. Aber wie? Na egal, ich hab's eilig. Kannst du mir helfen, den Jungen zu finden? Er hat mein Medaillon und ich möchte es wieder zurück. Ja, das kann ich. Deswegen bin ich ja hergekommen. Ganz schöne Verwüstung hat er angerichtet, als er hier bei mir durchgekommen ist, der Bengel. Er ist dort drüber, auf die Lichtung gelaufen. Aber da wirst du ihn nicht verfolgen können. Sprich mit dem Käfer, der kann dir helfen. Der Käfer? Ich verstehe nicht ganz. Na, das bekommst du schon hin. Bist ja noch jung. Na, das war vielleicht komisch. Naja, also, wo ist dieser Käfer?
Hoffentlich bin ich noch auf dem richtigen Weg. Was ein gewaltiger Baum. Ob es wohl einen Weg hinüber gibt? Hier sind noch mehr Spuren. Er muss hier also vorbeigekommen sein. Die Spur endet hier. Oh, ein kleines Mädchen. Hallo aber auch. Was machst du denn ganz alleine draußen im Wald? Ein sprechender Käfer. Irgendwas stimmt heute nicht mit mir. Etwas stimmt nicht mit dir? Ist alles in Ordnung? So meinte ich das nicht. Warum kann ein Käfer wie du sprechen? Warum ich sprechen kann? Warum sollte ich denn nicht sprechen können? Ich konnte schon immer sprechen. Ganz sicher, dass mit dir alles in Ordnung ist? Ist dir vielleicht schwindelig? Setz dich doch einen Moment. Nein, danke. Heute ist einfach ein seltsamer Tag. Du hast nicht zufällig einen Jungen vorbeikommen sehen? Er hält ein Medaillon. Ich bin auf der Suche nach ihm. Ein Junge? Lass mich mal überlegen. Oh ja, ich glaube, das habe ich. Er ist zu der Lichtung, gleich hier rechts gelaufen. Aber er hat den Weg versperrt. Oh nein, wie soll ich denn jetzt an mein Medaillon kommen? Möglicherweise kann ich dir helfen. Ich bin vielleicht nicht der Beste im Fliegen, aber wenn es darum geht, Dinge umzustoßen, dann gibt's keinen besseren als Sir Remington. Das bin ich. Weißt du was? Wenn ich richtig treffe, kann ich sicher diesen Stein dort oben umstoßen. Hilf mir mal, einen guten Winkel zu bekommen. Pass nur auf, den Weg haben wir im Handumdrehen wieder frei. Wie? Was soll ich denn jetzt machen? Na, jetzt stell dich mal nicht so an, Mädchen. Siehst du den Stein dort oben? Da muss ich hin. Wenn du mir deinen Arm als Startrampe ausstreckst, sollte das überhaupt kein Problem sein. Lass mich machen. Kinderspiel! Was hab ich denn?
Und der Weg ist frei. Hier geht die Spur weiter. Habe ich dich endlich erwischt. Gib mir sofort mein Medaillon zurück. Was? Bist du mir tatsächlich den ganzen Weg gefolgt? Oh, du bist ja verrückt. Verrückt? Du hast doch mein Medaillon geklaut. Jetzt gib es wieder her. Weißt du, das ist vielleicht gar nicht so einfach. Was soll das heißen? Nun, also, ich hab's nicht mehr. Ich hab's verloren. Was? Wie verloren? Ich will mein Medaillon. Verloren halt. Was für ein Aufstand, nur wegen so einem kleinen Ding. Also wenn du es unbedingt wiederhaben willst, dann such's doch selber. Oh nein, wie soll ich's denn jetzt wiederfinden? Hoffentlich ist es hier noch irgendwo.